Heute gibt es endlich wieder ein sommerliches Rezept. Ich backe mit dir heute Himbeer-Zitronen-Cupcakes. Für den Teig brauchst du folgende Zutaten: 75 Gramm Butter, ein Ei, 50 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 100 Gramm Mehl, ein Teelöffel Backpulver, 75 Gramm Himbeeren, da kannst du auch gut gefrorene Himbeeren nehmen, 3 Gramm geriebene Zitronenschale und 75 Gramm Schmand. Als erstes gibst du jetzt Butter, Zucker, Vanillezucker und das Ei in eine Rührschüssel und lässt die Zutaten für ca. 5 Minuten cremig miteinander verrühren. Jetzt kommen die restlichen Zutaten hinzu und die werden nur kurz untergerührt. Jetzt gehe ich nochmal mit einem Teigschaber am Rand entlang und dann teile ich den Teig mit Hilfe eines Eisportionierers auf 6 Muffinförmchen auf. Dafür kannst du auch ganz gut 2 Esslöffel nehmen. Ich finde die Farbe gerade so mega, also ich freue mich jetzt schon über diese sommerliche Farbe. Die Muffins gehen jetzt in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Nach dem Backen müssen die Muffins leider auch komplett auskühlen. Ich sage jetzt leider, weil ich am liebsten direkt weitermachen möchte mit den Cupcakes, aber die müssen wirklich kalt sein, damit die Creme nicht schmilzt, wenn wir die auftragen. Und ab in den Ofen damit. Während die Muffins jetzt im Ofen sind, können wir uns schon mal um das Frosting kümmern. Und für das Frosting brauchst du folgende Zutaten: 50 Gramm Frischkäse, einen gut gehäuften Esslöffel Fruchtaufstrich in Himbeergeschmack. Theoretisch könntest du da auch einfach nochmal gefrorene oder frische Himbeeren nehmen, die etwas pürieren und die dann anstelle des Fruchtaufstrichs nutzen. Dann brauchst du 75 ml Sahne, 50 Gramm Puderzucker und 2 Teelöffel Sanapat. Als erstes gibst du jetzt den Fruchtaufstrich, dann den Frischkäse und den Puderzucker in eine Rührschüssel und lässt die Zutaten ganz kurz miteinander verrühren, also für so circa 10 Sekunden. Jetzt gebe ich die Sahne hinzu, setze einen Spritzschutz auf und lasse dann die Sahne auf höchster Stufe aufschlagen und gebe Sanapat nach und nach hinzu. Die Masse soll dann schön fest werden, also cremig, so dass wir die dann nachher schön auf die Cupcakes auftragen können. Die Creme fülle ich jetzt in eine Spritztülle und stelle die dann nochmal kühl, bis die Muffins ausgekühlt sind. Die Muffins sind endlich ausgekühlt und das heißt jetzt, dass wir endlich das Frosting auftragen können. Die Spritztülle habe ich mir schon wieder zur Seite gestellt, also einmal schnell aus dem Kühlschrank geholt. Und außerdem habe ich mir noch etwas geriebene Zitrone zur Seite gestellt, denn damit werde ich nachher die Cupcakes etwas dekorieren, also werde etwas geriebene Zitrone einfach drüber rieseln lassen. Aber da ist deiner Kreativität natürlich keine Grenzen gesetzt, du könntest die mit allen möglichen und nach Lust und Laune dekorieren. Zum Beispiel könntest du noch ein paar Himbeeren drauflegen oder weiße Schokoladen raspeln, denn die Kombi ist auch richtig lecker. Weiße Schoki, Himbeeren und Zitrone. Ich trage die Cupcake-Creme immer von außen nach innen auf. Und fertig sind die Zitronen-Himbeeren-Cupcakes oder auch Himbeer-Zitronen-Cupcakes. Ist das Gleiche. Ich hoffe, dir hat das Rezept gefallen und falls du die sommerlichen Cupcakes mal nachbacken möchtest, schau doch gerne auf meinem Blog vorbei. Da findest du das Rezept dann nochmal mit der Schritt-für-Schritt-Anweisung. Bis zum nächsten Mal, deine Janika.